Mein Name ist Marc, ich bin 43 Jahre alt und meine erste Hodenkrebsdiagnose habe ich im Alter von 22 Jahren bekommen. Ja, es war ein bisschen skurril, weil ich war 22 und gerade im dritten Semester meines Studiums, glaube ich. Zu der Zeit habe ich Zeitung ausgetragen, nebenbei. Und morgens beim Aussteigen aus dem Auto immer, um die Zeitung auszutragen, habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, ich hätte einen Ball in die Eier bekommen. So habe ich es dann auch der Ärztin gesagt. Und Unterleibsschmerzen hatte ich und bin dann zur Hausärztin gegangen. Und durch dieses Aussteigen im Auto hatte ich schon so ein komisches Gefühl unten im Bauch. Ich denke so, irgendwas, es hat sich aber nichts ertasten lassen. Ich konnte es nicht ertasten. Und die Hausärztin, die hat mir direkt gesagt, nachdem sie ausgeschlossen hat, dass irgendwas in meinem Bauch nicht richtig ist, hat sie gesagt, gehen Sie doch bitte dann zum Urologen und lassen Sie sich mal durchchecken. Und das war im Dezember 2002. Und genau, dann habe ich glücklicherweise in der Folgewoche direkt einen Termin bekommen. Als ich beim Urologen war, hat es dann 1,5 Minuten gedauert. Und der hat dann sofort gesagt, dass da auf jeden Fall ein Tumor ist. Also er konnte das sofort eingrenzen. Also ich konnte es auch direkt in seinem Gesicht sehen. Also er hat Ultraschall gemacht und es war sofort klar. Und dann hat er es auch direkt umgedreht und hat es mir erklärt und sagte, es ist so klar abgrenzbar, dass er da eigentlich gar keinen Zweifel hat, dass das wird Hodenkrebs sein. Halt, ne? Er hatte durchaus Erfahrung damit und ich wurde auch direkt 2 Tage später von ihm auch operiert. Es ging also so, wenn ich jetzt heute so dran denke, ging es unheimlich schnell alles. Also es war, nach 2 Tagen war ich halt eigentlich schon, hatte ich den rechten Hoden halt schon abgenommen. Musste mich dann schon entscheiden, ob ich ein Implantat möchte oder nicht. Also es ging alles sehr, sehr schnell. Und dann ging es auch noch darum, welche Folgetherapie ich habe, weil eigentlich zu dieser Zeit, 2002, hat man noch im Stadium 1 quasi eine Strahlentherapie gemacht, die man heute so nicht mehr machen würde. Genau, das war dann der nächste Schritt für mich, nachdem ich das CT hatte und klar war, das ist eigentlich nur ein lokaler Befund. Und dann ging es halt in die Strahlentherapie.